So, liebe Leute, heute möchte ich mit euch die Industriemeisterbasis Qualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2023-2, also dem Herbst für die Industriemeister besprechen. Und da geht es um die Aufgabe 4 und ich gebe zu, da habe ich erstmal eben ein bisschen geknobelt, um das herauszukriegen. Wichtig ist wie immer im Leben, einfach mal kurz zu überlegen, was steht da tatsächlich drin. Ich nehme ja schon meinen grünen Marker hier. Die Spannung soll an dem Widerstand R3 genauso groß sein wie an dem Widerstand R1. Also die Spannungen, die hier an diesen beiden Widerständen gemessen werden sollen, sprich den Spannungsabfall, die sollen gleich sein. Okay, ich schreibe es mir nochmal hier jetzt in Schwarz zum Beispiel heraus. U1 ist gleich U3. Das ist also die Bedingung für das, was wir hier jetzt gleich tun sollen. Wir kriegen die einzelnen Werte. R2, ich schreibe es mir mal gerne hier hin, sind gleich 300 Ohm. Okay. Dann habe ich die R3, das sind 100 Ohm. Und dieses R4 sind 200 Ohm. So, das habe ich jetzt mal verstanden und bin auch erstmal ganz froh, dass ich zumindest erstmal die Frage gelesen habe und richtig zugeordnet habe. Und jetzt soll ich den Widerstandswert von R1 berechnen und da habe ich jetzt überhaupt gar keine Idee. Ich weiß natürlich, dass die Gesamtspannung im Grunde genommen hier 24 Volt sind und ich erkenne auch, dass es eine Parallelschaltung beider Stränge sind sozusagen, die in Reihe geschaltet sind und da bin ich zuerst auf überhaupt gar keine schlaue Idee gekommen. Aber das Einzige, was ich natürlich mir überlegt habe, ist, es gilt immer das alte Gesetz von Urie. U ist gleich R mal I, das schreibe ich mir da sofort mal hin und sage, naja, dann versuch doch zumindest erstmal rauszukriegen, weil in diesem einen String hast du natürlich jetzt auch logisch.